Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind immer noch hier auf dem Pfeil auf der 11. Ebene. Ja, warum nicht? Wir sind dabei, Barrett zu helfen und Jesse. Bevor die Turks bzw. Shinra die alle kalt machen und uns Avalanche hier in die Schuhe schieben, dass der Pfeiler hier kaputt gegangen ist und die ganze Platte hier runter stürzt. Und ja, wir haben mit Aeris im letzten Part Sektor 7, ne? Wie komme ich mal auf Sektor 5? Sektor 7 evakuiert und Marlene gerettet, aber dann wurde sie von Zeng, ich glaube, der wurde aber anders ausgesprochen, ne? Zong, irgendwie habe ich gehört von ihr. Und ja, ich glaube, Zeng war doch der Anführer der Turks, ne? Spoiler übrigens. Und der dritte, ne? Ja doch, der dritte Turk, der vorgestellt wird, aber insgesamt gibt es 4, die im Spiel vorgekommen sind. Beziehungsweise 5, wenn man einen der Hauptcharaktere später dazu sehen würde. Ich habe mal ein Turk war und ja. Finde ich gut, aber ich glaube, die vierte werden wir nicht mehr sehen, ne? Oh, Spoiler, diesen Mädchen. Oh. Die verteilen Level Up in der letzten Folge erreicht. Bekommen. Freigeschaltet. Erreicht. Und ja, 11 Punkte. Damit kann man, glaube ich, noch irgendwie was anfangen, ne? Zangans Lehre wird so 50% aktiviert. Zusätzlicher Materia-Stocks. Die Dinger sind doch irgendwie irgendwann dazugekommen. Da kannst du mir nicht sagen, dass die schon immer da waren. Das hätte ich auch schon längst genommen. Oder ist ja. Na, ah, da kann ich mir nicht leisten, verdammt. Weil ich 11 hab. Ich brauch 12. Uah. Okay, Schlagringe und Überschallfäuste, da müsste ich mir aber was freischalten können. Na, schon wieder zusätzlicher Materialstock. Wann ist Zangans Lehre? Am Kampf, am Beginn des Kampfes erhöht sich bestimmte Wahrscheinlichkeitsstufe von Entfesselung. Aber das ist auch nicht schlecht. Aber mehr Materie ist immer besser. Hat sie überhaupt ausgerüstet? Das hier. Das sind auch die besten. Hat auch die beste. Ne, das hier hat die beste. Vielleicht sollte ich die Schlagringe immer ausrüsten, ne? So, nein, die wollte ich gar nicht. Ne? Egal. Wird zu 70% aktiviert. Schaden durch Hinterhalt. Genau bedeutet das. Hinterhalte scheint es ja irgendwie nicht zu geben, so im klassischen Sinne. Zusätzlicher Materia-Slot. 5 haben wir jetzt. Kann man nicht sagen. Die werden irgendwann dazugefügt, ey. So, aber die sind unglaublich schwach, deswegen immer die mal. Schlagringe. Ne. Ja, 24 mehr Angriff. Alles andere geht zwar runter, aber ich nehme an, diese ganzen magische Abwehr und so, damit zählt, wird auch irgendwie die Links gezählt hier. Ne, kann aber nicht sein. Egal, weiß ich nicht. So, ja. Nein! Oh. So. Nochmal. Oh, so. Versiegelung wiederbeleben bei Real. Ich mit Cloud jetzt eigentlich wieder stehlen drin, ne? Ja, ne? Ja, weiß er nie, ne? So, Schlagring hat's ausgerüstet. Passt. So, ich hätte mal gerne hier so eine Bank. Ich meine, er wäre jetzt nicht schlecht, wo wir uns ausruhen können, aber dann kommen auf einmal hier Reno und Root und dann ballern die uns über den Haufen, während wir auf der Bank sitzen und chillen. So, oh nein, das sind schwere Geschütze. Ich habe keinen Blitz. Boom. Ich habe gerade hier eins gedrückt. Hey, einen Moment, du bist nicht neu. Oh, warte mal. Wenn ich damit gedrückt halte, dann mache ich so einen Angriff. Okay, cool. Ich weiß nicht genau, was der macht, aber... Was? Ja, auf den eingegangen. Ich weiß mal euch beiden platt, ne?
bitte. Toll, hab mein Dings verballert. Oh, ich habe gedacht. Ah, diese Gegner, die sind ja sowas von. Kriegst du halt gar nicht erreicht. Sieh mal, wie wichtig Aeris hier ist, um unser Team am Leben zu halten. Mein Gott. Aha. So, geblockt. Was machst du jetzt? Ja, diese Gegner erfunden, ja, funktionieren nicht so. Ja, wer hat die erfunden? Ja, damals die Macher von Final Fantasy 7, aber. Das ist ja richtig nervig zu bekämpfen. Oh, hier in die Fresse. Mein Gott, ey. So, Tifa. Mir wird das ja ein bisschen zu nervig gerade. So. Weil unser Heiler, sag ich mal, sind die MP ausgegangen. Deswegen ja. Musst du jetzt auch ein bisschen herhalten, ja. So, oh, ich habe das Gefühl, hier ist richtig. Den gehen wir mal da lang. Aber da kann man auch hochklettern wahrscheinlich wieder, ne? So, hey, hier ist eine Truhe. Elixier. Oh, jetzt muss ich wieder einen Bogen machen. Mein Gott, Tifa hat 2400 HP nur. Wir haben 3200, genau. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt 3 Folgen mehr oder weniger hier auf diesem Pfeiler rumhocken. Pfeiler, warum kommst du mir immer im Weg? So. Es geht immer höher hier. Mein Gott, sieht da unten die Unterstadt langweilig aus. Die Dinger sind so aneinander gereiht. Und oh Gott, da ist Jesse.
Jesse. Tiefer. Ah, die warte ich beruhigt. Okay, er ging schnell. Ja, Jesse ist auch ins Grab gewissen, hat auch ins Grab gewissen. Mein Gott. Okay, ja, alle sterben sonst hier leider weg. Aber Barrett ist noch am Leben, den müssen wir retten. Sonst ist er ja ganz vergebens. Ich meine, Biggs geht's gut, ne? Wedge, mein Gott. Nee, Bix ist tot, der ist tot, der ist ins Grab gebissen, den geht's nicht gut. Aber Wedge ist noch am Leben. So. Und mit Terrier stand gerade irgendwas. Ist da was Neues? Mein Schwert war gerade so komisch ausgegraut oder so. Ich hab mich wohl geirrt. Zum ersten Mal in meinem Leben. Okay. So, endlich mal. Eine verkackte Bank. Und ja, dann mal ab nach oben. Soweit von der Spitze können wir ja nicht mehr. Okay, wir sind an der Spitze. Ich höre schon Barrett. Ihr Mist, alle! Ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt. Barrett! Tiefer! Sei vorsichtig! Die greifen von oben an! Hast gut durchgehalten. Was glaubst du? Spielst schließlich die Hauptrolle hier! Aber auch ein Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Wer ist gegen den Helikopter? Was kommt da raus und kämpft wie Männer? Ist wohl Zeit für eine Revanche. Blut! Turks. Nichts Persönliches, Alter! Nenn mich nicht alter Kumpel! Denkste! Hey du! Keine Bewegung! Ihr habt euch wirklich mit den Falschen angelegt, das sage ich euch. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch dich gefälligst nicht ein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Uns tötet. Hält man nicht so nah. So, hier kommt der erste offizielle Kampf gegen Reno. Im Original. Da komm. Du hast also auch Rot besiegt, ja? So, Stäber Zauberei. Super. Wart's nur ab. Das zahle ich dir doppelt heim. Ich bin bereit. Oh mein Gott, der geht natürlich nur auf mich, ey. Was unglaublich, Barrett hier alles mögliche an Sachen gegeben, ey. Tiefer, geh auf ihn los, fern ich die Ablenke.
Mein Gott, jetzt hört doch mal auf mich nur loszugehen. Sieht sehr komisch aus. Sie hat auch Barriere. So, stehlen. Hier, der Trotter daneben. Danke. Geh doch mal auf jemand anderen los, Mann. So, gegen was bist du denn? Du bist gegen gar nichts. Ja, super. Stark resistent. Gegen was soll das sein? Das weiße Dingen. Immun. Ich sehe jetzt kein Dings. So, versuchen wir mal. Vielleicht funktioniert es ja. Sieht so aus. Ja, hat funktioniert. Vergiftet. So, ich habe immer noch Barriere an. Merkt davon aber irgendwie nichts. Ich versuche außerdem die ganze Zeit zu kontern, aber klappt die Hälfte der Zeit nicht. Ah. Oh, ich war zu weit weg. Ihr seid wirklich verdammt hartnäckige Nerven. Bombenabwurf einleiten. Was? Verdammt! Hier macht wohl jeder Vollidiot einfach, was er will. Na, ich schließe mich auf. Yeah. Der Hubschrauber. Ah, super. Sollen wir gegen den auch kämpfen? Und weiter. War aber nicht so im Original. Rude. Das ist auch ganz schön rude von dir. Abwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Okay. Oh, Pyramide. Oh nein. Bitte nicht. Nein. Gott. Das kenne ich noch, ey. Der hat da in so Pyramiden eingesperrt und da muss man den Pyramiden angreifen, indem man seinen eigenen Gruppenmitglieder angreift. So, kann ich den irgendwie nee. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mit Cloud 2 ATB haben. Ein ATB meine ich. Damit ich Luftschrauber mal analysieren kann. Aua! Aber jetzt kommt da glaube ich wieder eine Turk Laser. Hey, was geht, Alter? Halt, halt. Kein Problem. Ah. Der hat aber nichts zum Stehen und den kann auch nicht. Doch, den kann man angreifen, glaube ich. Ich zähle auf dich. Warte, mache ich jetzt mal. Oh nein. Ich werde mir die Animation vielleicht mal anschauen, aber. Oh Gott, Cloud. Ich bin bald wieder da. Aber das sieht ja voll episch aus, wie man da gefangen ist. Also ist natürlich nicht gut für uns, aber. Oh mein Gott! Komm. So, ich gehe auf dich los, Kollege. Haben wir mal. Verpiss dich! Oh Gott, das ist er wütend. Oder auch nicht. Ist er etwa rausgefallen? Dachte, du bräuchtest vielleicht Hilfe. Den Bericht reichst du ein. Na, dann wollen wir mal, Alter. Nicht? So, Plattenschutz reif. Okay, Cloud. Ganz schnell. Jetzt zeigen wir euch, aus welchem Holz die Turks geschnitzt sind. Er hat nicht dann. Er hat ihn nicht getroffen, glaube ich. Die Lektion werdet ihr heute lernen. Der hat wahrscheinlich auch wieder voll AP oder so. Nee, der hat auch noch halbe AP.
Au. Ah, warte, das kriegst du gleich rein. Volle Möhre. Oh, beschwören. Ja, nicht ein bisschen Overkill. So, ich will noch was von dir klauen, Kollege. Ich komme nicht dazu, dich anzugreifen. Dann noch mal auf Cloud Barriere. Du. Au. Barrett, Super Tank auf Cloud. Jetzt geh mal einmal nicht auf mich, damit ich hier auch verdammt noch mal klauen kann. Stehen fehlgeschlagen. Tiefer. Ah, super. Setz mal einen Megatank ein. Kollege. Oh, mal das hier. Oh, jetzt mich nicht kaputt hauen, ey. So, das gibt's jetzt nicht. Ich auf den Arm nehmen. Oh Gott, ich glaube, Cloud ist tot. Ich habe gerade schon einen Megatrank hier eingesetzt und so, jetzt komm, Kollege. Das gibt's jetzt nicht. Ey, das ist gerade ein richtig blöder Zeitpunkt, dass das passiert, ne? Mein Gott, ey. Oh mein Gott. Vor allem, die gehen beide die ganze Zeit auf mich los, ey. So, jetzt gibt das verdammte Ding her. Wäre das nicht wert, ey. Oh mein Gott. So, aber ernsthaft, könnt ihr mal auf jemand anderen losgehen, ey? So, ich gehe mal jetzt auf dich vor. Ich gehe kaputt damit. So, jetzt haben wir ein bisschen Luft nach oben, glaube ich. Au! Oh. Jetzt mal ernsthaft, ey. Platin schon treibt, danke. So, wer hat welche Beschwörung eigentlich? Schokomuffel, nee, will ich nicht. No. Was? Hast du bei mir etwa irgendwie links gemacht hier? Zurückgehalten? Ja, ich glaube, das ist sogar der Fall. Egal. Endlich bei tiefer zurück. So, Chocobo und Moki, die hat man glaube ich noch nicht. Aber ja. So. Auf die los. Also was? Ja. Ich meine 10.000. Boom. Ich habe nie im Leben shoppen können. Ey. Schokobo tritt. Ah. Also was hier? Bitte fahr ich da durch. Demon Fang. Hey, geht ihr mal auf den los, während ich hier wegrenne. Eine super Idee. Ich will auch den Abschlussangriff sehen von dem. Ne? Wir warten mal hier. So, ich will noch den Abschlussangriff sehen von dem Ding. Deswegen tue ich mich jetzt hier ein bisschen rumspielen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, ne? Ich bin um Leben und Tod hier gerade. Da, Chocobo, okay.
Stampede. Oh, da kommen sie alle. Wo kommen die denn her? Okay, der Kampf war ein bisschen übersichtlicher. Ich sorge für. Ja, die haben das schon aktiviert, leider. Wie lässt es sich stoppen? Keine Ahnung. Kannst du klicken? Oh mein Gott, könnt ihr mal weggehen? Wieder dieser große Viecher. Tiefer! Was zum? Verankerungen werden gelöst. Verankerungen werden gelöst. Letzte Sequenz wird eingeleitet. Abschnitt 1 wird abgelöst. Evakuierung einleiten. Verankerungen werden gelöst. Warum gibt's sowas überhaupt? Was hast du getan? Warum gibt's so einen Befehl überhaupt? Laut! Tiefer! Ja, wird ganz sicher bringen. Was nun? Die Zerstörungssequenz wurde bereits ausgelöst. Stopp sie, bitte! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Wo ist meine Tochter? Wo seid ihr? Klaus, ich bin... Ja. Ihr seid in Kontakt mit dem alten Volk gekommen und habt ihre Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür habt ihr aufrichtig zu danken. Deshalb tut es mir auch fast leid für euch. Altes Volk? Und wohin sollen sie denn fliehen? Eris! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofortige Evakuierung einleiten. Okay, die Szene haben sie ein bisschen geändert. Normalerweise sind die mit einem Helikopter da geflogen. Eris hat denen hat alles gesagt. So, und ja. Übrigens, die Platte fällt hier jetzt runter. Wir müssen ja abhauen. Wir müssen von hier verschwinden. Komm, man muss sogar die Lösung ja auch wieder suchen. So, ich hoffe, hier lag nichts mehr. Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Los, Tempo! Schnell raus aus diesem Sektor. Und los! Und ja. Oh nein. Oh, was?
Hallo Charakter, der gar nicht auftauchen sollte bis jetzt. Und ja, das war's mit Sektor 7. Alles klar. Millionen sind gestorben. Ja, und Avalanche bis auf Barrett sind auch alle tot. Aber dazu noch mehr gleich. Wenn die uns erlauben, eine kleine Verschnaufpause zu machen. Kapitel 13, eine Welt entrümmern. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut, ne? Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Final Fantasy 7 Remake. Und die Situation, zu was hier gerade passiert ist, tun wir auch im nächsten Part besprechen, ne? Alles klar, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst wieder ein Like, ein Abo, einen Kommentar, bla 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 bla. Tschüss.